Schönen guten Tag. Ich begrüße Sie hier auf der neuen urologischen Station im Elbland-Klinikum Riesa. Wir haben hier die modernste urologische Station in der Region. Und mein Name ist Stefan Zastrow, ich bin der Chefarzt der Klinik. Und ich freue mich sehr, Ihnen heute die Station zeigen zu können und werde Sie mal mit auf die Reise nehmen durch unsere neuen Räumlichkeiten und Ihnen einige Schwerpunkte unserer Tätigkeit vermitteln. Dann gehen wir mal los. Aus insgesamt 6 Patientenzimmern wurden hier 2 Operationssäle gemacht. Der Rest der Station wurde komplett neu modernisiert mit 2 Bettzimmern bzw. 1 Bettzimmern mit Nasszellen. Und hier arbeiten insgesamt 6 Assistenzärzte, 2 Fachärzte und 3 Oberärzte sowie ich als Chefarzt für Sie, um Sie regelmäßig rund um die Uhr nach den besten Standards zu versorgen. Ein besonderes Highlight in diesem Saal ist die sogenannte MRT-Fusionseinheit. Der Vorteil für den Patienten bei dieser modernen Technologie ist, dass wir nicht mehr sehr viele Gewebeentnahmen aus der Prostata nehmen müssen, sondern dass wir nur gezielt die Areale in der Prostata mit einer Gewebeentnahme untersuchen, die wirklich einen Tumorverdacht in der Kernspintomographie-Untersuchung gezeigt haben. Hier sehen Sie unser modernes Lasergerät, mit dem wir sehr effektiv Steine im Bereich der Niere behandeln können. Das heißt, wir können im Harnleiter und in der Niere die Steine mit dem Laser zerkleinern und insbesondere können wir sie hier auch mit dem Laser zerstäuben, sodass die OP-Zeit sich deutlich verkürzt und der Patient nicht so lange in Narkose liegen muss und auch geringere Infektions- und Blutungsrisiken nach dem Eingriff hat. Hier sind wir in einem unserer neuen Untersuchungszimmer, wo auch die Erstkontakte mit den Patienten stattfinden. Das Besondere an diesem Zimmer ist dieses moderne Ultraschallgerät, welches hier steht. Dieses Gerät können wir sowohl für die Untersuchung der Patienten einsetzen, wir können es aber auch benutzen, indem wir es an unsere moderne Steinzertrümmerungsanlage ankoppeln und dann unter Ultraschallkontrolle Steine von außen zertrümmern, ohne dass wir den Patienten operieren müssen. Die elektronisch gespeicherten Bilder können dann direkt in die digitale Patientenakte übertragen werden und dadurch haben wir einen besseren Austausch mit Kollegen, insbesondere im niedergelassenen Bereich und in anderen Krankenhäusern, möglich gemacht und wir müssen nicht mehr nach Bildern in Papierform suchen. Aus 2 weiteren Patientenzimmern wurde dieser große Aufwachraum für unsere anästhesiologische Abteilung gemacht. In diesem Raum können Patienten nach der urologischen Operation weiter betreut werden und überwacht werden. Und durch die Größe des Raumes haben wir die Möglichkeit, in 2 Operationssälen parallel zu operieren. Ja, hier sehen Sie unseren Schwesternarbeitsplatz. Wir haben insgesamt auf der Station 29 Betten. Wir haben hier ein sehr motiviertes Team der Pflege, welches rund um die Uhr für Sie da ist. Gleicherweise haben wir ein sehr motiviertes Team von Assistenzärzten, Fachärzten und Oberärzten, sodass insgesamt ein hoher Standard in einer stabilen Mannschaft gewährleistet ist. Ich hoffe, unser kleiner Rundgang hat Ihnen Spaß gemacht und Sie haben einen guten Eindruck über unsere Abteilung erhalten und würde mich freuen, wenn es notwendig ist, Sie hier bei uns zu begrüßen. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen und verbleibe Ihr Stefan Zastrow.